Hallo und herzlich willkommen zum Bautagebuch des Zen Garden Paraguays. Ja, ich führe Sie heute einfach wieder über die Baustelle und zeige Ihnen unsere Highlights. Ja, ich stehe hier beim Autohaupteingang, den haben Sie schon des Öfteren jetzt in den letzten 2 Wochen gesehen, und marschiere einfach mal Richtung der ersten beiden Häuser. Und Sie sehen hier rechts, es ist bereits das Dach geliefert worden für die beiden ersten Doppelhaushälften. Hier noch schön verpackt und ich gehe jetzt einfach mal weiter. Sie sehen hier der Kinsho, er freut sich, und Sie sehen hier die beiden Doppelhaushälften und fast alle Wände sind bereits fertig. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal kurz durch, dass Sie sehen, was hat sich zur letzten Woche getan. Sie sehen, hier ist übrigens mittlerweile auch der Boden aufgerissen worden. Warum? Denn jetzt haben bereits die Innenausbauarbeiten begonnen. Und jetzt bin ich hier im Wohn-Ess-Bereich und Sie sehen, es ist bereits hier der Sicherungskasten installiert worden. Hier unten werden die ganzen Kabel und Wasserleitungen gelegt werden. Hier oben sieht man bereits das Abwasserrohr vom Bad, das ja im ersten Stock ist. Sie sehen hier unter der Treppe wurden die Mauern hochgezogen. Das hier ist ein Stauraum, der unter der Treppe sich befindet. Und Sie sehen auch hier für Licht- und Stromsteckdosen die Kabel. Führungen in den Wänden werden vorbereitet. Hier in dem Fall sind sie sogar alle schon fertig. Ja, gehen wir mal hoch in den ersten Stock, schauen uns an, wie es hier aussieht. Übrigens, Sie sehen auch, hier die Rückwand des Hauses ist mittlerweile fertig geziegelt. Das war letzte Woche noch nicht. Auch hier, Sie sehen an der Seite von der Treppe, hier werden wir nicht hochziegeln. Hier werden wir offen lassen, einfach damit es einen schönen, einen größeren Effekt hat. Ich bin immer wieder begeistert, wie schön breit die Treppe ist. Ich muss sagen, ich mag keine engen Treppen. Ich finde es einfach angenehmer, wenn sie schön breit sind. Ja, Blick ins Bad. Auch hier sieht man bereits, die ersten Kabelführungen sind fertig und die Flächen für die Schalter, wo sie später hinkommen, sind bereits gesetzt. Hier unten, wie gesagt, das Wasserrohr, das wir gerade von unten gesehen haben. Hier kommt ja die Dusche später hin. Auch hier wieder für Strom und Licht die Vorbereitung. Ja, hier im großen Schlafzimmer. Man sieht es auch wieder sehr schön. Die Innenausbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Ich zähle jetzt mit Ihnen nicht die Steckdosen, wo sie alle hinkommen, und die Schalter. Aber Sie sehen, es geht sehr, sehr schnell momentan voran. Sind auch immer wieder sehr viele Leute auf der Baustelle. Hier alles fertig geziegelt und wir sind letzte Woche noch hier durchgegangen ins Nachbarhaus. Das geht mittlerweile nicht mehr, weil im Nachbarhaus die Treppe ist fertig und genau deswegen brauchen wir hier keinen Durchgang mehr. So, gehe ich wieder zurück. Ich muss einmal runter, einmal rüber und naja, ich nehme sie einfach mit. So, bin wieder unten und Sie sehen, auch hier ist die Wand mittlerweile vollständig hochgezogen. Das heißt, die Terrasse vom Haus Kolibri, wo wir jetzt gerade drin waren, wo ich noch eben auf der Terrasse stehe, die wird, Sie sehen es hier oben, endet hier. Und nebenan im Haus Orchidee, auch hier die Wände alle bereits fertig. Wie gesagt, hier ist die Terrasse größer. Das Haus Orchidee ist größer. Es hat auch ein Zimmer mehr und auch dementsprechend deutlich Quadratmeter. Hier die Wand, ich sage mal für Privatsphäre. Wir sehen hier, die Wand ist nicht ganz hochgezogen. Das Ganze ist natürlich absichtlich passiert, denn hier hat man einen wunderschönen Blick in den Garten. Auch hier, wir gehen kurz gemeinsam durch. Sie sehen, hier ist man noch nicht ganz so weit. Das sieht man wunderbar bei der Treppe. Hier muss natürlich noch der Stauraum, der auch hier unter der Treppe sein wird, das muss noch fertig
geziegelt werden, aber dazu muss erst der Beton der Treppe noch aushärten und genau deswegen sind hier noch die Holzstützen unter der Treppe vorhanden. Aber ansonsten auch hier der Innenausbau geht gut voran. Auch hier sehen Sie den Sicherungskasten. Hier werden Abwasserkanäle eingezogen werden. Schauen wir mal, da sind sie sogar schon. Das in dem Fall ist Abwasser. Ja, wie gesagt, hier ist man noch nicht ganz so weit mit dem Innenausbau. Auf der Seite hier fehlt noch alles, aber wie gesagt, das ging diese Woche schon sehr zügig im Haus Kolibri voran. Ah, doch, hier haben sie sogar auch schon was gemacht. Ich gehe davon aus, nächste Woche sind die ganzen Kabelschächte für die Häuser fertig verlegt. Sehr schön. Ja, das Bad. So, hier, ich nenne es immer so schön das Jugendzimmer. Übrigens fällt Ihnen was auf, alle Kabelschächte oder Kabelführungen sind, so gut es geht, rechteckig verlegt. Ich kann Ihnen nur eins sagen, bis wir das bekommen haben, das ist jetzt unser 1, 2, 3, 4, das fünfte Gebäude, das wir hier in Paraguay bauen. Und das ist das erste Gebäude, wo die Kabelführung im rechten Winkel ist. Alle anderen sind sonst sehr, wie soll ich sagen, interpretativ. Wir haben natürlich alles immer fotografiert, sodass wir genau wissen, wo laufen die Kabelschächte lang. Das heißt, wenn man in Zukunft was verändern möchte, muss man nur sich die Bilder anschauen, es funktioniert. Aber es ist natürlich wesentlich angenehmer, wenn man weiß, die meisten Dinge gehen hier im rechten Winkel. Zwar nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben, aber ich meine, besser werden wir es nicht hinbekommen. Ja, hier oben sehen Sie übrigens auch, das ist der, hier wird die Klimaanlage hinkommen in dem Zimmer. So, schauen wir nochmal nach nebenan. Auch hier. Ich bin begeistert. Die Kabelschächte im rechten Winkel, also nicht diagonal irgendwie quer über die Wand laufen, sondern richtig gut. Ja, auch hier oben wird eine Klimaanlage natürlich hinkommen. Vorbereitungen für Stromkabel sind schon oder werden gerade gemacht. So, und jetzt hier nochmal nach oben geschaut. Sie sehen, das sind die Verstrebungen, die Schrägverstrebungen für das Dach. Das Dach haben Sie vorhin schon gesehen, wir sind dran vorbeigelaufen. Und wenn diese Querstreben fertig nach oben verlegt sind, dann kann man auch die Dachplatten hier drauf legen auf das Haus. Ja, Sie sehen, es geht mit schnellen Schritten voran. Dennoch, der Innenausbau wird sich sicherlich noch ein paar Wochen hinziehen. Wir haben mittlerweile auch eigentlich fast alles besorgt, was wir für den Innenausbau brauchen. Das heißt, wir sind da parallel unterwegs. Und ich kann nur sagen, vom heutigen Stand aus gesehen, sollten wir ich gehe mal davon aus, 2 Monaten sollte das Haus fertig sein. Hier übrigens Felix. Hallo Felix. Felix ist eine Straßenkatze, die hier sich einfach wohlfühlt und mittlerweile auch gefüttert wird. Und wir haben uns entschieden, wenn Felix möchte, darf er natürlich gerne bleiben. Ich streichle ihn im Moment nicht, denn er braucht erst noch eine Wurm- und Lauskur, aber die kriegt er auch von uns. Okay, Felix, und dann bleibst du hier bei uns. Ein süßer Kater. So, was hat sich als... Ich meine, das ist jetzt das große Highlight. Wie gesagt, die meisten Bauarbeiter sind hier bei den beiden Häusern und sind bereits mit dem Innenausbau beschäftigt. Und das Zweite, was passiert ist, das große Highlight der Woche, der Bungalow unseres Hausmeisters ist fertig. Und so sieht er dann aus und strahlt er. Sie sehen ganz links die Türe. Es wird mittlerweile hier von den Bauarbeitern nur noch
Office genannt. Das ist unser Kiosk und unser Empfangsraum. Ist zwar ein Teil von diesem Gebäude, aber gehört natürlich jetzt nicht zum Hausmeister-Bungalow, wo er drin wohnen wird. Wo er drin wohnen wird, das ist hier. Ich denke, ich brauche nicht durchgehen. Sie haben es oft genug gesehen. Aber wie gesagt, er ist jetzt einzugsfertig und das ist das Schöne an der Sache. Na, hier nochmal rum. Alle Fenster, alles drin, alles fertig. Und er wird voraussichtlich dieses Wochenende einziehen. Und da freuen wir uns alle schon drauf. Ja, das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen eine schöne nächste Woche. Freue mich, wenn Sie neugierig sind und nächste Woche wieder vorbeisehen. Und ganz wichtig, hat Ihnen das Video gefallen? Dann bitte unter dem Video Daumen rauf, denn dann wissen wir, es hat Ihnen gefallen. Und das macht uns natürlich auch viel mehr Freude zu wissen, dass Sie interessiert sind und dass es Ihnen gefällt. Ihr Zen Garden Team Paraguay.